Hallo Leute, jetzt geht's um die Serie Outcast. Sie ist ganz neu, erscheint eigentlich erst in anderthalb Wochen und stammt ebenfalls von Robert Kirkman, der ja, wie viele von euch bestimmt wissen, eben auch die Comicvorlage zu The Walking Dead geschrieben hat. Und zu Outcast gibt es eben ebenfalls auch so eine Comicvorlage, auf die diese Serie nun basieren wird. Und sie ist auf jeden Fall sehr, sehr psycho. Und was ich euch jetzt sagen möchte ist, diese Serie startet, wie gesagt, eigentlich erst am 3.6., aber ist jetzt schon verfügbar auf Sky Go. Bitte fragt mich nicht, warum. Ich habe nur gerade festgestellt, es ist so und konnte mir die erste Folge ansehen, die Pilot-Episode, so nennt man das ja immer wieder. Und auf jeden Fall wahrscheinlich auch auf Sky On Demand und Sky Online. Versucht es doch mal, sofern ihr das zur Verfügung habt, und schaut euch die erste Folge an. Ich finde sie mega interessant. Das handelt sich dabei einfach um eine Mystery-Serie. Ich will gar nicht zu sehr auf den Trailer eingehen, den könnt ihr euch ja jetzt ansehen. Ihr findet den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und vielmehr, was passiert in der Serie? Was ist der Kern des Ganzen? Also alles dreht sich um Kyle Barnes, gespielt von einem Schauspieler, den ich bisher nicht kenne und mir deswegen jetzt auch den Namen nicht merken konnte, ebenso wie alle anderen Charaktere, die ich jetzt hier in der ersten Folge kennengelernt habe. Niemand kam mir auch nur ansatzweise vertraut vor. Vielleicht geht es euch da jedenfalls anders. Und hier ist Kyle Barnes im Mittelpunkt. Er ist schon sein Leben lang scheinbar jedenfalls von dämonischer Besessenheit geplagt. Das sagt zumindest jetzt auch die Episodenbeschreibung. Und man merkt es aber halt auch in der ersten Folge. Das heißt, er lebt in totaler Abgeschiedenheit in seiner Heimat oder in der Nähe von seiner Heimat und ist ein ziemlicher Einsiedler. Und seine Schwester oder Adoptivschwester jedenfalls, die holt ihn wieder so ein bisschen zurück in die Gesellschaft. Und das zumindest für einen Tag. Und dabei bekommt er eben mit, dass ein weiteres Kind oder beziehungsweise jetzt ein Kind, er selber ist ein inzwischen erwachsener Mann, nun besessen ist oder zumindest derartige Zeichen von sich gegeben hat, sodass die Leute beunruhigt sind und alle in dem Ort natürlich darüber reden. Denn in der Kleinstadt gibt es immer nur Geläster und Gelaber. Auf jeden Fall macht er sich eben auf die Socken, will sich das ansehen und unterstützt nun den Reverend des Ortes dabei, einen Exorzismus durchzuführen. Und ich denke, das wird der Kern dieser Serie sein. Es geht immer wieder um dämonische Besessenheit, wie gesagt. Und hier ist es nun das Ziel, diese Dämonen auszutreiben, outzucasten, wenn man das jetzt versuchen möchte zu übersetzen. So jedenfalls ist mein Verständnis gerade für den Titel dieser Serie. Und die erste Folge hat es echt in sich. Die ist blutig. Und also so wie wir es in Kirkman-Manier einfach gewohnt sind, schon aus Walking Dead, wird hier rumgebissen, zerfleischt, zermatscht. Und das ist schon Psycho. Wirklich, es spielt mit den Nerven eines Zuschauers. Nach wie vor wird auch die Darstellung so dermaßen hektisch gemacht, sodass es ein wenig schwierig sein kann. Ja, es muss nicht für jeden, aber es kann schwierig sein, dem einen oder anderen Gedankengang zu folgen. Diese Übergänge, die sind sowas von gleitend, dass ihr nicht wisst, was ist gerade jetzt real und was ist mal in der Vergangenheit passiert. Also von daher, schaut es euch aufmerksam an oder wie ich halt, jedenfalls hier auf Sky Go, habe ich natürlich die Möglichkeit, immer so ein Stück zurückzuspulen und wieder von vorne das nochmal anzusehen, weil hat es in sich, auf jeden Fall. Und es spielt krass mit den Nerven eines Zuschauers. Und bis jetzt finde ich die erste Folge so interessant, dass ich sage, ey, weißt du was, ich habe richtig Bock auf die nächste Folge. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie erst am 3.6. starten soll eigentlich auf Fox Channel in den USA jedenfalls. Und das ist der gleiche, der halt auch Walking Dead vertreibt eben. Die zweite Episode soll eben dann eigentlich erst am 10. ausgestrahlt werden. Warum Sky das jetzt schon hier veröffentlicht hat oder veröffentlichen konnte, ich verstehe es nicht. Aber ehrlich gesagt, es ist mir herzlich egal. Ich freue mich einfach darüber, dass die Serie so überaus interessant scheint. Und natürlich war ich von vornherein, ich sag mal in Anführungsstrichen, leicht skeptisch, mich zu früh zu freuen, weil Walking Dead eben dieser Riesenerfolg war. Und ich will jetzt nicht einzelne Serien miteinander vergleichen, aber es geht mir ums Konzept, dadurch, dass eben Fear the Walking Dead ja auch irgendwie von Kirkman mit Kirkman gemacht wurde oder wird und ich davon so enttäuscht bin, war ich einfach grundsätzlich dezent skeptischer, als ich hätte sein können, wenn ich Fear the Walking Dead nicht gesehen hätte. Und jetzt aber muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Also bis jetzt die erste Folge sehenswert auf jeden Fall, deswegen mein Tipp, schaut euch einen Trailer an und dann gebt der Serie mal eine Chance. Schaut euch zumindest die erste Episode an und wer das dann verdaut hat und erträgt und was ihr dann davon haltet, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Was ihr bis jetzt, vielleicht wisst ihr mehr von der Serie als ich, ganz ehrlich, ich habe mir jetzt nur die erste Folge angesehen und mich von allen anderen Informationen eigentlich abgeschottet. Von daher, ich muss sagen, sehr interessant wirkt es auf jeden Fall und freue mich schon auf die nächste Folge. Wie sieht es mit euch aus? Schreibt, wie gesagt, eure Meinung zu allem einfach unten rein und lasst einen Daumen nach oben da. Wem es gefällt, abonniert den Held. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Macht's gut, bis dann.